Grüß Gott, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, was machen wir über den Winter? Ist ja klar, im Winter kann man normalerweise, wenn Schnee liegt, jetzt nicht unbedingt so geil Motorrad fahren. Und ich hätte jetzt einfach gesagt, dass wir über den Winter, also ich versuche natürlich jetzt so viel wie möglich noch Videos aufzunehmen und vorzuproduzieren. Wenn diese Videos allerdings aufgebraucht sind, weil ich natürlich dann nicht mehr neue produzieren kann, wenn das Wetter so, wenn es schneit, wenn es regnet oder so, dann hätte ich gesagt, dass wir abends immer live streamen. Keine Ahnung, irgendwelche Reaktionen auf irgendwelche Videos. Ich weiß selber noch nicht genau, was wir machen. Deswegen wäre es auch extrem cool, unten in die Kommentare reinzuschreiben. Also wenn ihr unten in die Kommentare reinschreibt, was ihr denn gerne über den Winter sehen möchtet, dann würde ich mich auch daran halten und dann das natürlich produzieren für euch, dass ihr im Winter natürlich trotzdem coole Videos von mir habt. Ja, vorgesehen war eventuell auch mal, wenn ich mal Bock habe, wenn mein Kumpel mal Bock hat, dass wir mal vielleicht ein bisschen Schnee-Action mit dem Traktor machen oder was weiß ich. Also wir gucken einfach mal tatsächlich, was wir machen. Aber wie gesagt, wäre halt cool, wenn ihr ein paar Vorschläge reinschreibt, was wir denn so coolerweise machen könnten und was euch halt gefällt. Und ja, klar, heute ist das Wetter noch Bombe. Also gestern am Sonntag war auch das Wetter cool. Gestern tatsächlich, muss ich zugeben, ich habe keine Videos aufgenommen, weil ich tatsächlich einfach mal mit einem Kumpel fahren wollte, mich nicht aufs Videodrehen konzentrieren möchte, sondern tatsächlich einfach mal wirklich gefahren bin. Also schnell mal 300 Kilometer, 400 Kilometer, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gestern gefahren sind. Aber da habe ich leider keine Videos aufgenommen. Ich konnte mich auch irgendwie nicht aufraffen dazu, Kamera mitzunehmen und Videos zu drehen. Deswegen bin ich heute Abend um 17:36 Uhr, was wir gerade haben, nochmal schnell von zu Hause, es war gelb, ist wurscht, nochmal schnell von zu Hause losgefahren, um ein paar Videos aufzunehmen. Ich produziere natürlich gleich jetzt welche vor, dass sobald nächste Woche das Wetter wieder schlecht wird, ich Videos habe. Cool wäre natürlich auch noch, wenn ihr für die Vorproduktion ein paar Kommentare reinschreibt, was ich denn vorproduzieren soll. Also einfach ein paar Videoideen, was euch noch so interessiert, was ich noch als Vlog machen kann. Wäre auch cool, weil ich muss mir die Ideen auch immer so aus dem Kopf leiern und weiß auch nicht immer gleich, was ich machen soll. Und wenn ihr mir Vorschläge gibt, kann ich so gleich natürlich mehrere Videos vorproduzieren über das Thema, wo ihr auch Bock drauf habt. Also gerne einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, dann wird das alles leichter. Eventuell kommen dann auch die vorproduzierten Videos alle zweiwöchig hochgeladen. Ich weiß, ich bin jetzt auch schon wieder im Verzug, ich habe jetzt auch nicht wöchentlich hochgeladen, aber beziehungsweise immer versetzt ein bisschen, nicht immer Sonntag 12 Uhr, was ich immer gemacht habe, sondern halt immer ein bisschen verspätet, die fahren gleich aufeinander, alles klar, sondern immer ein bisschen verspätet. Liegt wieder dran am Wetter. Ich bin auch noch arbeiten in der Woche, deswegen kann ich immer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 17 Uhr zu Hause bin oder nach 17 Uhr und es einfach unter 10 Grad hat, das ist dann auch nicht mehr schön aufzunehmen. Und da habe ich dann auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Bock, ein Video aufzunehmen. Und deswegen kann ich immer nur oder drehe ich immer nur Videos, wenn ich Lust habe, bei schönem Wetter. Weil dann macht es für mich auch mehr Spaß und das ist dann auch nicht so, hey, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt ein Video aufnehmen. Es kommt dann auch blöd rüber einfach. Also man hört es wahrscheinlich dann auch, dass ich einfach keinen Bock drauf habe. Und das möchte ich einfach nicht. Weil ich möchte Videos aufnehmen, weil es Spaß macht, weil ich mein Wissen oder das Wissen, was ich halt habe, an euch weitergeben kann. Und das muss halt auch Spaß machen einfach. Weil wenn es keinen Spaß mehr macht, dann würde ich kein YouTube machen, ganz einfach. Und ja, ich kriege, wie gesagt, logischerweise kriege ich kein Geld. Ich habe erst 115 Abonnenten, glaube ich, mittlerweile. Ist eh schon wieder krass, was ihr geleistet habt, also bei meinem letzten 100 Abo Video, danach habe ich einfach 15 Abos plus gemacht innerhalb von 2-3 Tagen. Ich dachte mir auch so, Jungs, Alter, jetzt geht's aber ab hier. Finde ich echt cool von euch, da gibt's auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben von mir zu euch. Aber ja, genau, ja, ich fahre halt wie gesagt noch ein bisschen jetzt rum, mache noch ein paar Videos für euch
Und ja, wie gesagt, nicht vergessen, reinschreiben in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Oder beziehungsweise was ihr auch, also was ihr an Vorproduktion, was ich vorproduzieren soll oder was ich dann im Winter machen soll. Ob ich, keine Ahnung, livestreame, keine Ahnung, irgendwelche Spiele oder ob ich Reaktionen livestreamen soll am Abend oder ob ich Videos hochbringen soll über irgendwelche Themen, die ihr meint. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall über jeden Kommentar, der irgendeinen Vorschlag macht und ich versuche das auch umzusetzen. Und mit diesem schönen, beinahe Sonnenuntergang ist es noch nicht, aber mit diesem schönen Sonnenstand hier würde ich mich dann auch für dieses Video schon wieder bei euch verabschieden. Und dann würde ich auch schon sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich natürlich wie immer freuen. Und dann haut rein. Ciao, ciao.